Servus, der Henry vom Hortus Kreation ist hier. Seit langem mal wieder mit einem Gartenrundgang. Und ich möchte da hinter mir mit dem faszinierenden Gewächs dieses Jahr in meinem Garten anfangen. Und zwar ist es die Eselsdistel. Könnt ihr das sehen? Die ist über 3 Meter hoch, hat sich selbst da angesiedelt und ist meiner Meinung nach einfach nur ein Traum, auch wenn man schaut, was da alles für Gesumse und Gebrumse mehr oder weniger an den Blüten sich laben. Einfach ganz, ganz wunderschön. Ja, und beim Rest vom Garten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Da könnt ihr jetzt die Weintrauben sehen und ich glaube, das wird eine ziemlich gute Ernte dieses Jahr. Ich schwenk mal rüber. Überall Weintrauben noch und nöcher. Mag daran liegen, dass ich das zweite Jahr wieder ein paar bestimmte Schnittmuster beachtet habe. Und ja, scheint zu funktionieren. Jo, den Hühnchen geht's gut. Die haben ja jedes Wochenende Auslauf im Hühnertraktor. Und ansonsten die Woche über sind sie hier in ihrem Gehege, damit sie in dem schönen trockenen Staub auch ihre Bäder tun können, legen jeden Tag ein Ei. Also bei den Hühnchen ist alles in Ordnung. Also die sind mächtig groß geworden, die vier. Werden jetzt demnächst auch die Flügel stützen. Und hier seht ihr den Futternapf, den habe ich selber gezimmert. Und da bekommen sie jeden Tag Grünfutter und Haferflocken, Brennnesseln. Und ab und zu mal Reste aus dem Garten. Da sind die drei Mümmelmänner, die sind mittlerweile auch ziemlich groß geworden und die bekommen, solange es nicht regnet, jeden Tag 2-3 Quadratmeter zum Abfressen und ich spare mir den Rasenmäher und natürlich, also ich spare mir das Rasenmähen und damit natürlich den Benzin. Fangen wir an mit dem Garten. Ich sitze hier neben dem Kiehohlbeet. Da hatte ich ja mal einen Film gemacht zu diesen Gemüseschutznetzen für die Kohl oder gegen die Kohlweißlinge. Habe ich jetzt mal spontan abgebrochen den Test, zumindest bei den Pflanzen hier, weil der Befall von Schnecken trotzdem da war und die haben diese ganzen Kohlpflanzen total durchlöchert. Und damit ich sie besser ablesen kann, die Schnecken, habe ich jetzt die Netze runtergemacht. Hinten im Mulchbeet habe ich sie noch drauf. Die werde ich auch drauf lassen, weil die Kohlweißlinge fliegen ganz schön. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die Pflanzen durch diese Beengung auch nicht richtig ideal wachsen können. Aber ich zeige sie euch gleich mal und ich schwenke mal rüber. Ja, hier vorne in erster Reihe hatte ich ja dann nach den Radieschen Mais angesät. In zweiter Reihe kann man die Kartoffeln durchspitzen sehen. Und in dritter Reihe innen sehen wir jetzt da die Kohlpflanzen, die einmal so im Innenkreis sind. Und im äußeren Kreis sind die Sonnenblumen, da blüht schon eine, mit jeweils einer Tomatenpflanze am Fuße der Sonnenblume.
als Deckung und als Ranghilfe. Die Tomaten generell sind heuer bei mir nicht so prickelnd, aber zeige ich euch dann noch ein paar Beispiele. Jetzt gehen wir erstmal in das Kiehulbeet. So, bevor wir ins Kiehulbeet reingehen, habe ich mir folgende Ernte extra wegen euch aufgehoben. Ich hatte hier Mairüben gepflanzt bzw. gesät und die ersten sind fast ein wenig geschossen und die es überstanden haben, habe ich ganz ehrlich so ein bisschen vergessen. Und ich hatte jetzt schon mal so eine Kohlrabi-Große geerntet, aber das hier ist, glaube ich, enorm. Könnt ihr das sehen? Also ein Monsterapparat, nichts dran. Also ich glaube, da kann man eine ganze Weile von essen. So, jetzt stehe ich im Kiehulbeet. Also von der Innenseite her betrachtet, hier jede Menge rote Beete, die auch ordentlichen Rübenansatz schon haben. Dazwischen sind ein paar Zwiebeln aufgegangen, die habe ich jetzt mal blühen lassen, und zwar genau aus dem Grund. Und ja, wie gesagt, da sind die verschiedenen Kohlpflanzen, und dafür, dass die jetzt eigentlich schon wochenlang hier stehen, sehen sie ziemlich mickrig aus. Ich muss aber auch dazu sagen, trotz immer wieder mal ein bisschen Gießen, war es hier einfach so extrem trocken, wochenlang, dass ich glaube, dass die auch an der Trockenheit gelitten haben. Hier sieht man mal, was passiert, wenn man die Schnecken nicht regelmäßig abliest. Ja, ist der Wirsching ziemlich kaputt. So, und jetzt schaut euch mal diese Kohlpflanze an. Jetzt stehe ich im Schatten. Das ist nichts Ganzes, nichts Halbes. Ein Riesenblätter dran. Ich kann nicht mal sagen, was das sein soll. Ich denke mal ein Blumenkohl. Und der hat sich jetzt erst ausgebreitet, nachdem ich das Netz runtergemacht habe. Und vorher war das alles so verkrüppelt. Hier kann man ein bisschen Brokkoli. Ja, da fängt schon fast an zu blühen. Es ist irgendwie nicht so doll. Aber ansonsten die Paprika außen, da ist schon eine kleine Blüte dran. Und hier im ganz inneren Kreis einmal ringsrum die nächsten Radieschen. Das geht so einmal ganz ringsrum. Ja, und zwischendrin eine Kapuzinerkresse. Und wie gesagt, da hinten die Sonnenblumen. So als Dach für die Tomaten. Jetzt sehen sie langsam besser aus, nachdem es ein bisschen geregnet hat. Aber die kleine mickrige Tomate, die steht wie am ersten Tag, wo ich sie eingepflanzt habe. Ich glaube, die hat irgendwie eine Starre erwischt. Wer sich daran erinnern kann, die Sonnenfalle da hinten, die war mal höher. Ich habe die Dachziegel für andere Sachen gebraucht, aber es kommt schon wieder Nachschub. Gut, gehen wir weiter. So, hier haben wir das erste Kartoffelfeld. Und zwar ist das hier mit der Sorte Anushka. Die zwei Reihen hier vorne, die habe ich ja schon abgeerntet. Das waren noch so Restekartoffeln vom letzten Jahr. Und die Anushka, die steht ja noch ziemlich gut da. Toi toi toi, keinerlei Krautfäule, keinerlei Kartoffelkäfer. Also alles Bestes. Kann die Ernte nur gut sein, hoffe ich. So, nun kommen wir zu den Tomaten. Zumindest die es sein sollten. Mickrige Pflanzen, Mini-Blütenansatz, hier haben es mal zweier geschafft. Also ich habe hier mal einen Test gemacht, und zwar mit Eimern, die unten zwar offen sind, aber anscheinend ist trotzdem die Staunässe hier ein Riesenproblem. Im Gegensatz dazu die Tomaten in meinen bewährten Selbstwässerungseimern sehen deutlich besser aus, sind größer, haben deutlich mehr Fruchtansatz,
stehen aber auch im Gegensatz zu den anderen hier im Häuschen geschützt. Ne? Und wie ich gerade sehe, können wir da auch eine erste Tikatelle Tomate ernten demnächst. So, hier kommen wir jetzt einen Blick auf das Mulchbeet. Das hatte ich ja geplant als Gurkenbeet. Da sind wir drei Pflanzen. Ganz hinten ist eine Kapuzinergresse, hier vorne ist noch ein Mangold aufgegangen. Und als Begrenzung seht ihr hier ein paar Kohlpflanzen, eben noch mit diesen Kartoffelschutznetzen. Bei denen hat es besser geklappt. Ich glaube, ich habe bei denen einfach auch die Säcke komplett locker drüber gestülpt. Bei den anderen hatte ich sie ja mit den Stecken so ziemlich eng gemacht. Und ich glaube, das hätte ich einfach mal so von Anfang an machen sollen. Das machen wir jetzt mal noch zu Ende in Bezug auf den Kohlweißlingsbefall. Und im Hintergrund seht ihr die verschiedenen Beeren, die jetzt durch Stecklinge oder geschenkte Neupflanzen, vor allen Dingen da die Stachelbeeren, ziemlich voll hängen. Also da freue ich mich schon auf die Ernte. Die haben noch ein, zwei Wochen Zeit und dann können sie geerntet werden. Hier nebendran der Squarefoot-Garten, der mehr oder weniger dieses Jahr von kleineren Gemüseabteilen bepflanzt wurde, weil einfach ich dieses Jahr gedacht habe, ich lasse das mal den Boden in Ruhe. Und da ist halt Borretsch und Ringelblume und Phacelia, jede Menge gewachsen, Sonnenblumen, ne? Also mehr so als Bienen Squarefoot-Garten. Aber wir gehen mal hinter zu den Hochbeeten, da haben wir dann wieder ein bisschen Gemüse. So, hier bei den neuen Hochbeeten aus den alten Palettenkisten sieht man jetzt die drei Reihen Karotten, die noch übrig sind. Dazwischen standen Zwiebeln und ich hatte die Zwiebeln jetzt vor einer Woche rausgemacht. Ich zeige euch die gleich noch, weil ich die zum Trocknen im Gewächshaus habe. Und seitdem habe ich das Gefühl, wachsen die Karotten auf einmal mehr. Ich werde mal schauen, was bei der Karottenernte rüberkommt. Auf jeden Fall war das auch ein Experiment, die Karotten und Zwiebeln sehr, sehr eng aneinander zu pflanzen. Den Zwiebeln hat es nichts ausgemacht. Die sind schön groß geworden, die zeige ich euch. Hier im Gegensatz dazu ist es die Kiste mit nur Zwiebeln. Die sind auch okay. Also von der Größe her ganz in Ordnung. Das ist so ungefähr die Durchschnittsgröße. Und daneben ist die Kiste mit nur Karotten. Die sehen zwar wunderschön grün aus, aber ich mache mal eine raus. Die sind noch ziemlich klein, aber man sieht mehr oder weniger, dass die hier so eine Art Wachstumsstopp haben. Ich verstehe es einfach nicht. Entweder ist es wieder ein Hitzeproblem, weil in der Kiste ist hauptsächlich Sand gemischt drin. Keine Steine, kein nix. Müssen wir auch mal die Ernte abwarten. Auf jeden Fall ist das Beet gut aufgegangen. Das daneben dran. Sieht man dazwischen sehr, sehr viele Lücken. Habe ich aber eine Handvoll Saat reingeschmissen, mal nicht in Reihen, einfach nur so lose und wollte dann hinterher eigentlich ausdünnen. Jetzt habe ich alles stehen lassen, weil es eh so wenig waren. Und im Hintergrund des Beet sind ausgeblühte Rucola-Pflanzen. Da werde ich demnächst jetzt den Samen ernten. So, was ihr hier seht, ist die größte Zucchini-Pflanze, die ich je hatte. Ich hol mal eine. Und zwar sind das solche, ich nenne sie jetzt einfach mal Sternzucchini, sind äußerst lecker, kann man so wie sie sind im Ganzen bzw. in Scheiben oder in Würfeln sofort als Gemüse zubereiten. Also eine ganz prima Sorte und extrem ertragreich. Ich halte mal die Kamera rein. Also hier ist jede Blüte
mehr oder weniger ein Kürbis, Zucchini meine ich. Und ja, vielen Dank nochmal an den Otto, der mir das gespendiert hat. Also eine riesen Zucchini. Nebendran sollten eigentlich, so wie hier, Schwarzwurzelreihen entstehen. Aber entweder war das Saatgut nicht okay. Da sind immer nur so büschelweise ein paar geworden. Der Rest ist voller Beikraut, beziehungsweise am Ende hier eine wunderschöne Kapuzinerkresse. Kann ich gleich mal kosten. Dasselbe hier am Ende. Also die Kapuzinerkresse hat getauscht mit den Erbsen, die vorher da waren. Das sind drei Mangoldpflanzen. Die sehen jetzt ein bisschen spärlich aus, weil ich die vorgestern komplett abgeerntet habe. Also bis auf die zwei, drei Blätter. Und dahinter selbst aufgegangen ein riesengroßer Ringelblumenpark. Und da befinden sich eigentlich mittendrin zwei Gurkenpflanzen, die natürlich hier nicht so gut können, wegen dem wenigen Licht. Aber da müssen sie halt durch. So, hier hinten dran eine normale Zucchini. Oh ja, da hängt auch eine riesige dran. Und da noch eine. Die gibt es dann gleich heute Abend. Ja, und dann hier im Gewächshaus gab es heuer ein Hoch und Tief. Die Aufzucht im Gewächshaus hat super funktioniert. Von allen Pflanzen, die ich hatte, habe dann relativ viel auch verschenkt, weil ich einfach zu viel hatte. Und dann auf einmal sind mir aus erstmal unerklärlichen Gründen ein Haufen Pflanzen eingegangen. Danach habe ich dann mal gemerkt, dass es hier eine Wühlmaus sich bequem gemacht hat, also unterhalb, und die mir die ganzen Wurzeln angefressen hat und somit auch meine Schlangengurken, zumindest in der rechten Hälfte hier. Das sind jetzt, Gott sei Dank habe ich noch welche erwischt, leider keine selbstgezogenen, aber gekaufte Gurken, die natürlich etwas hinterherhängen. Die sieht ein bisschen besser aus, die in der Mitte. Das ist aber auch noch eine originale. Und die da hinten, die und die hier haben wir noch gekauft. Dazwischen stehen überall die Paprika. Und zwar, wer sich wundert, warum die so buschig sind, es sind immer zwei Pflanzen. Das hat der Rudolf Steiner mal behauptet, dass man den Unterschied deutlich merkt, wenn man zwei Paprika-ähnliche Pflanzen zusammensetzt. Hier blüht alles. Da sind auch schon ein paar kleine dran. Da hinten auch. Da sind schon größere hellgrüne dran. So, und dann haben wir hier noch drei Monster. Und zwar ist das vielen Dank an Action for Free bzw. Menschen 2.0 an die russischen Samen. Das ist ein Ergebnis davon, genauso wie dieses Gurkenmonster. Da wachsen sogenannte Brotzeitgurken oder Schlangengurken-ähnliche Bauerngurken dran. Also die sind hier nicht glatt, sondern diesen typischen Stacheln. Total lecker, überhaupt nicht bitter und wie man sieht, voller Blüten. Also die Schmetterlinge und die Hummeln haben hier drinnen ihre große Freude. Hier so ein bisschen verkümmernd, fragt mich bitte nicht, was die haben. Ich nehme mal an, dass es fast so ein bisschen was wie Spinnmilben sind. Sind die Auberginen. Da werde ich mal ein bisschen ausdünnen müssen. Und hier ist der Exot schlechthin.
eine chinesische Schlangenhaargurke. Charakteristisch sind, da haben wir eine, diese Blüten, weiß, anmutend eben wie weiße Haare, deswegen auch Haargurke. Und ich habe zwar bis jetzt jede Menge Blütenansätze, da sind noch welche, aber ich habe eigentlich noch, hier sieht man es ein bisschen, das wird mal eine Gurke, ja, da bin ich ja echt gespannt drauf, was daraus wird. Ja, und hier im Obergeschoss, da wächst die übrigens fast so zum Fenster raus. Hier ist der Ventilator, solarbetrieben, der hier ein bisschen für Luftzirkulation sorgt. Und hier ist die Zwiebelernte, einmal die roten, ich glaube Braunschweiger, dann Stuttgarter Riesen. Hier ist es ein bisschen gemischt. Und ich glaube, hier dran kann man erkennen, warum sie Stuttgarter Riesen heißen. Sehr aromatisch, rühren, schnell zu tränen, ziemlich scharf, wenn man das bei Zwiebeln so sagen kann, und äußerst, äußerst lecker. So, vorm Gewächshaus haben wir im Endeffekt einfach mal ein Mini-Biotop. Das besteht hier aus einem Tümpel, das ist einfach ein Mauerkübel, der über eine so kleine Solarpumpe in Fluss gehalten wird. Davor wachsen jede Menge Blumen und Sträucher. Und hier im Anschluss kommt eine sogenannte Hotspot-Zone, also abgemagerter Boden mit Steinen und Sand. Und natürlich darf das nicht fehlen, eine Steinpyramide, in dem Fall dem Initiator gewidmet, dem Markus. Liebe Grüße von hier aus. Und hier im hinteren Teil könnt ihr einfach mal sehen, was passiert, wenn ihr den Boden abmagert und ein paar Blumenzwiebeln und eine Blumenmischung reinbringt. Da ist das Leben und die Vielfalt pur. Ja. Hier auf der anderen Seite ist Boric in riesen Mengen aufgegangen. Da aber durch die Bohnen, die vorne hochwachsen, sind so keine weitere Verwendung ist, habe ich den stehen lassen. Die Bienen freuen sich. Hier ringsrum, wie man sieht, wachsen die Stangenbohnen, also die schon bis ganz rauf. Hier vorne, die brauchen noch ein bisschen. Und auch hier überall Ringelblumen. Teilweise selbst aufgegangen, die Gladiolen, keine Ahnung, wie die hier reingekommen sind. Hier dazwischen sind eigentlich Johannisbeersträucher, die werden dann, wenn die Blumen abgeerntet werden, sichtbar. Und hier in der ersten Reihe ist eine Reihe Futterrüben. Hier mein Riesenkürbis. Danke an den Siggi. Dessen Samen hier gesprossen sind. 1, 2, 3, also 4, 5 Stück hängen dran. Bin mal gespannt, was sie so auf dem alten Kuhmisthaufen alles an Nährstoffen kriegen und entsprechend groß werden. Dann habe ich mal eine Frage, und zwar ist das hier zwar wunderschön anzusehen, seht ihr die vielen Schmetterlinge? Aber ich bin absolut nicht sicher, ob das nicht dieses Jakobskreuzkraut ist, was man ja wissentlicherweise eher gering oder gar nicht im Garten haben sollte. Gib mir da mal einen Tipp, ob das das ist. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Die Schmetterlinge alle noch zeigen. Helft mir mal, ob das das ist. Boah, Wahnsinn, seht ihr das? Schön. Gut, hier Hügelbeet Nummer 1 aus dem ersten Jahr. Riesige Sonnenblumen schon wieder. Und darunter diverse
Gemüsesachen. Stehe ich wieder in der Sonne. Paprika, hier unten wächst noch eine Reihe Kartoffeln, die habe ich nachgesteckt. Da unten drunter sind die Tomaten, die auch wiederum hier im Freien deutlich besser aussehen, kräftiger als die in den Töpfen. Und für mich jetzt endgültig der Beweis, sage ich mal, dass ich die Tomaten einfach nicht mehr in Töpfen pflanzen werde. Zumindest nicht dafür speziell gezüchtete. Das sind hier alte Sorten, das sind russische Tomaten dabei, das sind Tigatelle, Harzfeuer Tomaten dabei und das sind Pflanzen, die man eigentlich, also meiner hier in dem Boden, in dem Klima, eher im Boden einpflanzen sollte als im Topf. Und hier haben wir mal noch eine Hotspot-Zone mit diesen Alliumpflanzen. Da haben wir hier und da eine. Da drüben haben wir den Kartoffelbunker mit seiner Hotspot-Zone. Da ist wilde Malve aufgegangen, Mohn, Dill, Kamille, ab und zu mal noch eine Kartoffel dazwischen. Also das ist auch wunderschön. Ja, hier sehen wir mal den Pflaumenbaum im zweiten Jahr. Ich glaube, da können wir dieses Jahr sogar was ernten. Hier die abgemagerten Zonen. Hier ein neuer Pflaumenbaum, nachdem uns eine Wühlmaus den alten Pflaumenbaum kaputt gebissen hat. Hügelbeet Nummer 2 aus dem letzten Jahr. Hier sind die Zwiebeln noch drauf. Oben drauf die Tomaten, diesmal ohne Schutz. Und schauen auch total super aus. Sind auch Tomaten schon dran. Und auf der anderen Seite, ja, Riesenkohlrabi natürlich. Also ein Riesen-Oschi, den werden wir mal schlachten die Tage. Salat dazwischen. Na, da. Tomaten, die bei mir außen stehen, werden nicht ausgegeizt. Die kriegen jede Menge Seitentriebe. Der Ertrag ist minimal geringer als beim Ausgeizen, aber die Pflanzen werden buschig, kräftig. Also ihr seht den Unterschied. Spult den Film nochmal zurück und schaut in die Topfpflanzen, die sind ausgegeizt und also mir gefällt das hier besser und es ist in dem Sinne auch etwas natürlicher und ich habe auch das Gefühl, dass die Tomaten an den natürlich nicht ausgegeizten buschigen Stämmen auch aromatischer sind. Dafür ein bisschen weniger, aber damit kann ich leben. Hier die Johannisbeeren, die letzten zum Ernten und zum Essen. Die haben fürs erste Jahr ganz ordentlich getragen. Hier ist ein neuer Weinstamm. Den haben wir, also den hat meine Schwiegermama von ihrem Weinhändler bekommen. Der ist gut angegangen. Ja, und hier ist nochmal so ein Rotkohl, Weißkohl, Blumenkohlbeet. Das sind Pflanzen, die habe ich aber gekauft. Und hier auf der anderen Seite nochmal Salat. Magerzonen, zwischendrin die Beeren, die Sackkartoffeln. Habe ich ja einen Film drüber gemacht, werde ich jetzt einfach mal noch abwarten, bis sie wirklich das Kraut dürr wird. Ja, und dann gehen wir nochmal zum großen Kartoffelacker. Die Sorte Merena und die Sorte Belena. Beide gutes, großes Kraut. Hier drüben sind ein paar Lücken zwischendrin, wo ich mir bis jetzt noch nicht erklären kann. Aber das werden wir bei der Ernte sehen. Und da hinten ist wieder dieses gelbe Zeug. Also bitte Leute, sagt mir, ob das dieses Jakobskreuzkraut ist und dass
sich das ein bisschen eindämmen kann. Okay, hier ist die kleine Teichanlage und jetzt kommen wir noch hier vorne im Vorgarten. Da hat sich ein bisschen was getan. Ich hatte das auf Facebook schon bebildert gezeigt. Ich habe hier die Hotspot-Zone mit Bauschutt aufgeschüttet und danach mit einem feinen Sand-Steingemisch vom Nachbarn aufgeschüttet und da kommen dann, wenn wir diese Blumenwiesen abernten, kommen dann auch wieder die Samenmischung rein. Dann kann hier nächstes Jahr neben diesen Weiden und Stauden noch eine Blumenmischung wachsen. Hier dazwischen kommen die Dahlien und der Schmetterlingsflieder. Im Hintergrund die Königskerzen. Ja, und was ich euch hier noch zeigen wollte, sind die Kürbisse. Das dürfte ein Spaghetti-Kürbis sein. Ich glaube, jetzt kommt der Wind wieder. Und ich glaube, zweimal Spaghetti-Kürbis, zweimal Speisekürbis und irgendwie sowas. Ich glaube, wir werden sehen, wenn sie groß sind. Auf jeden Fall. Ja, das ist wieder ein Riesenkürbis. Und die waren auch etwas kleiner, als ich sie ausgepflanzt habe. Aber das wächst auch wunderbar. Ich tue die immer ein bisschen lenken. Und zwar, dass die schön einmal quer rüber wachsen, damit hier die Wiese schön voll gewachsen wird. Muss ich sie wieder nicht mähen. So, und hier haben wir noch eine verunkrautete, da hinten eine beigekrautete Hotspot-Zone, die hier mehr oder weniger von mir schon ein bisschen gepflegt wurde. Aber da warte ich jetzt noch auf Material, dass ich das ein bisschen auffüllen kann. Hier sind auch Dahlien drin und zwischendrin wieder dieser Stechapfel, wo ich keine Ahnung habe, wie der hierher gekommen ist. Lavendel und die, ich glaube, Andenbeere heißt es, ne? Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir haben heute Mitte Juli, 15. Juli. Und ich denke, ihr hattet einen guten Einblick in den Garten. Okay, also dann. Bis demnächst. Ciao.